Moin, 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 Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich grüße alle Leute, die gerade auf dem Weg nach Hause sind, noch in der Schule chillen, Schule chillen, ich glaube nicht, oder im Bett sitzen, auf dem Klo sitzen, im Stehen das gucken. Schöne Grüße auch an alle, die das im Stehen gucken. In diesem Video geht es um das Lieblingsthema von der gesamten Fortnite Community und von mir, das Live-Event und Chapter 3. Chapter 3 wurde jetzt sehr lange erwartet und es gibt jetzt die Bestätigung. Ihr seht es ja gerade im Titel, dass es bestätigt wurde. Und ich werde erklären, warum es bestätigt wurde und wie es bestätigt wurde. Und dann nochmal alle Leaks zum Live-Event, was dort passiert. Natürlich eine riesen fette Spoiler-Warnung jetzt schon mal. Wenn ihr wirklich ohne irgendwelchen kleinsten Spoiler in das Live-Event reingehen möchtet, um euch überraschen zu lassen, dann schaltet jetzt am besten ab. Es wird eine Menge Spoiler geben, ist halt nur meine Empfehlung, falls ihr wirklich ohne Spoiler in das Event anschauen möchtet. Wir haben jetzt einen neuen FNCS-Skin, Victor Royal, sein Backbling und sein Musikpaket. Das Musikpaket ist halt eine Frau, die da ein bisschen singt, aber diese Items sind zeitlich begrenzt. Das heißt, wenn sie einmal raus sind, kommen sie nie wieder in den Item-Shop. Man weiß aktuell nicht, wann ihr den Itemshop verlassen, aber solltet ihr auf jeden Fall bedenken. Wenn ihr euch das holt, tragt gerne meinen Supporter Creator Code LightSky10 hier im Fortnite Itemshop ein, der alle 14 Tage rausfliegt. Kurz geht raus, Dankeschön für den Support oder falls ihr euch zum Beispiel jetzt die neuen Naruto Sachen gönnt oder vielleicht den nächsten Battle Pass. Erstmal die Grundbasis. Worum wird es im Event eigentlich gehen? Logischerweise, es geht um den Kampf von der Würfelkönigin und dem I.O. Der I.O. will ja die Insel retten und die Würfelkönigin aufhalten, während die Würfelkönigin nichts mehr übrig lassen möchte. Deshalb hat die Pyramide gebaut, um einen großen Angriff zu starten. Was für ein Angriff das sein wird, werden wir sehr wahrscheinlich beim Live-Event erfahren. Dr. Stone hat auch zum Beispiel zerstörte oder abgestürzte Alien-Technologie zu dem zensierten Bunker transportiert, wo eine geheime I.O.-Basis war, und wird diese Technologie wahrscheinlich benutzen, um eine Waffe zu bauen oder den blauen Würfel, der seit 2 Monaten in dieser Season nichts getan hat, zu modifizieren und anzupassen, damit sie den blauen Würfel nutzen kann, um die Würfelkönigin aufzuhalten. Aber nichtsdestotrotz ist das die Grundlage und aktuell baut sich ja unter Pleasant Park eine Basis auf. Ich denke mal, wegen dass das die Inselbewohner organisieren oder vielleicht der IO selber, und das wird halt unterschiedliche Stufen haben. Ich kann euch mal diese Stufen einblenden. Es wird zum Beispiel einen neuen Turm geben, neue Gelände. Es gibt auf jeden Fall eine riesengroße Baustelle und es wird bis zum Ende des Seasons neue Stufen, neue Phasen geben, bis das Ganze fertig gebaut wurde. Und das wird eine Stelle sein, eine Basis für alle Kämpfer, die die Insel retten möchten und gegen die Würfelkönigin kämpfen. Apropos Phasen, Freunde, seit dem letzten Update wurde ein neues Event Flag aktiviert, was bis zum Ende des Season ständig neue Phasen haben wird und diese Phasen aktiviert werden. Und zwar nennt sich das Ganze Verbreitung der Würfel statt Korruption. Es gibt ein Video, was diese 8 neuen Phasen bis zum Ende des Season zusammenfasst in 5 Sekunden. Und das ist ja halt einfach nur der orangene Bereich, und so wird die Map am Ende des Season ungefähr, was heißt ungefähr, genauso wird die Map aussehen. Und beim Live-Event ist jetzt klar, dass wir kämpfen müssen. Nicht nur, dass wir gegen die Würfelkönigin kämpfen oder gegen ihre Monster, gegen wen auch immer, sondern dass sie auch uns zurück angreifen. Ist ja logisch, wir kämpfen nicht umsonst. Aber es gibt jetzt mit dem neuesten Update 2 neue Eliminierungsnachrichten, die unten links im Death Chat auftauchen werden, wenn die letzte Realität, also die Aliens oder die Würfelmonster, jemanden eliminieren und killen. Einmal, die letzte Realität hat das Opfer endlich eliminiert. Und das Opfer wurde von der letzten Realität niedergestreckt. Wie gesagt, die letzte Realität ist der Name der Alien-Rasse, die auch in der letzten Season schon da war. Jetzt fangen wir mit den großen Spoilern an. Und zwar werden wir nach dem Event in eine Downtime gehen, die laut Hypex und seiner glaubwürdigen Quelle, die eigentlich nie falsch lag, 2 Tage lang andauern soll. Also genauso wie das Schwarze Loch damals in Season 10. Aber wir hatten ja schon in Season 4 beim Galactus-Event und bei Operation Skyfire in der letzten Season eine Downtime. Da stand ja einfach nur Fortsetzung folgt in Season 5 und einmal in Season 8. Aber beim Schwarzen Loch wussten wir ja nicht, wann diese Downtime endet oder das Schwarze Loch. Und sowas werden wir anscheinend nach dem Live-Event bekommen. Denn der Night-Night-Modus, das heißt der Modus, wo das Spiel komplett offline gestellt wird, wurde mit dem letzten Update wieder aktualisiert. Und da sind jetzt neue Nachrichten dazu gekommen, wie zum Beispiel: Spiel-Update ist jetzt verfügbar, ein Update ist verfügbar, bitte schließ das Spiel, wenn du bereit bist, das neueste Update herunterzuladen und. Und dieser Night-Night-Modus, also die Downtime danach, wird oder hat den Codenamen Coconut, also Kokosnuss.
Keine Ahnung, was uns das bringen soll, aber zukünftige Sachen, die halt mit diesem Codenamen versehen wurden, werden halt was mit der Downtime nach dem Event zu tun haben. Mit dem letzten Update wurde auch eine geschwächte Variante vom goldenen Würfel hinzugefügt oder allgemein von einem Würfel, aber da der einzige Würfel gerade auf der Map der goldene ist, der auch mit dem letzten Update eine neue Form bekommen hat, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass die Würfelkönigin ihn so stark benutzt, dass sie ihn schwächt. Und das letzte Mal, wo ein Würfel extrem stark geschwächt wurde, war in Season 6 von Kapitel 1. Und da er geschwächt wurde, da Kevin, also der allererste Würfel auf der alten Map, so schwach war, ist er dann explodiert. Ob das gleiche in diesem Live-Event passieren wird, dass der goldene Würfel so schwach wird und dann explodiert und uns danach vielleicht in den Nexus schickt, kann ich nicht sagen, aber das wird definitiv was mit dem Live-Event zu tun haben. Jetzt kommen wir zu der Größe vom Live-Event, und zwar wird das Event ungefähr komprimiert 300 Megabyte groß sein. Ist nicht viel, aber was für ein, ja, also für ein Event ist das schon groß. Zum Beispiel, ich glaube, Travis Scott war 350 oder 400, deswegen ist das schon ordentlich, und ich glaube auch, dass das Event schon 10 Minuten gehen wird. Aber unkomprimiert müsste das Event ungefähr 1 Gigabyte sein oder 800, 900 Megabyte, also kurz vor 1 Gigabyte. Viele Countdown-Dateien wurden wieder für das kommende Live-Event hinzugefügt. Es wird wieder einen Countdown geben, was halt anzeigt, wann das Event stattfindet. Es wird einmal in der Lobby zu sehen sein, ich blende euch mal ein Bild dazu ein, also oben links. Und es wird einmal in-game zu sehen sein, und zwar über The Pyramid und unter Pleasant Park, da auch wo diese Basis gebaut wird in 3 Stufen. Das habe ich schon beim Update-Video erwähnt, aber es gibt jetzt neue Umgebungsgeräusche der Würfelkönigin, die geleakt wurden. Ob die gerade in-game sind, ist noch ein bisschen schlüssig, weil viele Leaker behaupten, dass es drin ist und dann rausgenommen wurde, bla bla bla. Aber wenn man diese Umgebungsgeräusche in das Spektrogramm hinzufügt, dann bekommt man ein Bild von der Pyramide und man sieht anscheinend, dass die Pyramide etwas abfeuert. Vielleicht ein Laserstrahl, vielleicht Elektrizität der Würfel, was auch erklären würde, warum der goldene Würfel eine schwache Variante bekommen hat. Ein weiterer Event-Spoiler, der sehr groß ist, ist ein neues Gespräch oder eine neue Voiceline vom Fundament. Es wurde mit dem letzten Update ein neues Dialog hinzugefügt für ihn, dass er halt beim Live-Event sprechen wird. Es wird ein Geräusch von ihm geben zumindest. Das heißt, dass er ein bisschen involviert wird, wie wir es vermutet haben, wegen den Batman-Comics, weil er gerade auf der Insel ist und natürlich Jones suchen möchte und sehen möchte, wie viel der IO wieder eingenommen hat. Aber ich denke mal, der wird der Hauptfokus sein, mehr oder weniger gegen die Würfelkönigin zu kämpfen. Jetzt kommen wir zu dem Namen und zu der Bestätigung von Chapter 3. Denn ein Platzhalter für den Namen des Events ist The End, das Ende. Und das ist ein alter Bekannter, denn tatsächlich das Season 10 Event wird das Ende genannt. Und allein der Platzhalter, Freunde, spricht ja dafür, dass es das Ende ist. Der finale Showdown, der finale Kampf, der Platzhalter allein ist halt ist ein anderer Name als der offizielle, logischerweise. Aber The End, das ist das zweite Mal, wo der Name benutzt wird. Und das wird das Ende also von Kapitel 2 sein mit dem Event. Dann wurde auch gestern passend dazu ein Ladebildschirm, der finale Ladebildschirm geleakt, welchen man sehen wird, wenn man das Event starten möchte oder startet, der sich einloggt, was auch immer, man weiß aktuell nicht, wie das ist. Aber man sieht hier erstens die Basis unter Pleasant Park, die gerade aufgebaut wird, 4 Fortnite-Charaktere, einige Waffen, die dort aufgestellt wurden und im Hintergrund die Würfelkönigin, die etwas Heftiges mit dem goldenen Würfel macht, ob sie die Energie aussaugt, den goldenen Würfel manipuliert, kann man von diesem Bild allein nicht sagen, aber unten rechts steht The Chapter 2 Finale, also das Kapitel 2 Finale, das Finale von Kapitel 2, und so wird auch sehr wahrscheinlich der offizielle Name vom Event sein. Sehr interessant, und das ist die Bestätigung zu Chapter 3. Wenn es das Kapitel 2 Finale ist, bedeutet es, dass es im nächsten Monat keine Season 9, sondern Chapter 3 Season 1 geben wird, und das wird viele, viele freuen. Und da die Downtime dann 2 Tage lang geht, also vom 5. Bis zum 6. September, werden wir am 7. Dezember, am Dienstag, also Chapter 3 bekommen. Genauso wie es mit Chapter 2 Season 1 war. Und das löst wirklich Gefühle aus, Freunde. Erinnert mich sehr an den letzten Ladebildschirm von Chapter 1 mit dem letzten Halt, wo viele Fortnite-Charaktere den Battlebus zugewunken haben, als er in den Horizont geflogen ist. Und das ist wirklich heftig. Es ist die Bestätigung. Und das dreht den Hype so hoch auf oder so hart auf, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Es ist einfach ein Moment, ein Bild, was man sich stundenlang anschauen kann und sich denkt, was für eine Reise das in Chapter 2 war. Eine neue Ära, ein neues Kapitel steht an,
Und das bedeutet aber, dass wir uns von einer Karte verabschieden müssen. Auch der Codename von der Kapitel 3 Map wurde anscheinend geleakt. Und zwar wird es Artemis sein. Das ist eine griechische Göttin der Jagd, des Waldes, des Mondes und die Hüterin der Frauen und Kinder. Und das soll der Name der Kapitel 3 Map sein. Da es aktuell zwei materielle Parameter zu einer neuen Sandtextur in den Dateien gibt. Ich werde euch auch in der Videobeschreibung einen Link verlinken oder dalassen, damit ihr draufklicken könnt, um euch die ganzen Tags, also die Nachrichten zum Event anzuschauen. Und das wird euch extrem, extrem spoilern. Es wird zeigen, was beim Event passieren wird, was für Effekte wir haben werden, wo wir sein werden, was wir machen. Also schaut es euch auf eigene Gefahr an, wenn ihr wirklich gefühlt alles gespoilert werden wollt. Natürlich sind das nur Nachrichten und einige, wie soll ich sagen, Notizen von Epic Games. Jetzt kommen wir zu den Map-Änderungen. In Season 5 gab es ja eine Ghost-Basis neben Weeping Woods. Die wurde wieder hinzugefügt. Der aktuelle Grund ist nicht bekannt. Vielleicht wird es wieder beim Live-Event hinzugefügt. Vielleicht werden wir es nochmal sehen. Oder vielleicht haben die es benutzt, um die Objekte von diesem Gebäude wieder zu verwenden, sodass wir halt ein bisschen mehr Effekte haben, ein bisschen mehr Ambiente, ein bisschen Schönheit. Aber die zweite Nachricht ist, dass es eine leere Version mit dem neuesten Update gab, also von der Karte. Und ich blende euch mal das ein. Der Codename dafür ist Season 18 Crash Sites, übersetzt Season 18 Absturzstellen. Und wie wir die Karte sehen, existieren anscheinend nur bei dieser leeren Version der Karte die Absturzstellen vom Mutterschiff. Und ich denke mal, das wird entweder eine Testmap sein, sodass sie das Live-Event, was wir bald bekommen werden, testen können hier auf der leeren Map. Oder vielleicht ist es eine D-Map, die wir dann beim Live-Event sehen werden, nachdem alles zerstört wurde. Denn warum es zerstört wurde, ist bekannt. Oder zerstört wird eventuell. Dr. Sloan baut fette Atombomben, also riesige Bomben. Ich weiß nicht, was sie mit Bomben hat. Letztens hat sie auch das Mutterschiff mit Bomben gesprengt. Jetzt baut sie einfach riesenfette Atombomben, weil wir einfach keine Methode haben, um gegen die Würfelkönigin anzukämpfen. Aber das wird sehr interessant. Und wenn sie diese Atombomben einsetzt, oder wie die selber gebaut haben, dann wird es eine riesenfette Explosion geben, was die Insel logischerweise nicht aushalten wird. Und Version 19.00, also Kapitel 3 Season 1, das Update dazu, ist jetzt schon auf den Staging-Servern. Das heißt, Epic Games hat sich 3 Wochen schon vorher auf die neue Season, auf das fette Update zu Chapter 3 vorbereitet. Ein bisschen zu früh und sehr, sehr seltsam, dass sie das jetzt schon gemacht haben. Auch 2 neue Todesanimationen für die Wärter der Würfelkönigin wurden hinzugefügt, die sehr wahrscheinlich für das Live-Event benutzt werden. Was auch bedeutet, dass wir dann gegen die Würfelmonster oder gegen die Kippwelt kämpfen müssen. Es ist halt sehr ähnlich zu den aktuellen Todesanimationen, wenn wir ganz normal gegen die kämpfen, aber halt ein bisschen anders und aufwendiger. Wir werden anscheinend auch Agent Jones wiedersehen. Er ist ja zuletzt in der Schleife gefangen gewesen und hat sich verkleidet, um sich vor den Aliens und dem I.O. zu, wie soll ich sagen, zu verstecken. Aber er wurde als NPC seit Season 6 Chapter 2 wieder geupdatet und hat eine eigene neue Textur für seine Haare bekommen. Da das Fundament, wie wir wissen, auch beim Live-Event Dialoge haben wird oder sprechen wird, könnten beide eventuell zusammenarbeiten, weil sie zuletzt noch im Season 6 Trailer einen Deal eingegangen sind. Und der letzte Spoiler, Freunde, wir werden beim Live-Event 2 oder vielleicht sogar mehrere Event-Waffen haben. So heißt es in den Dateien. Ist jetzt nicht viel, aber diese Waffen wird man dann benutzen. Es wird ein spezielles legendäres Sturmgewehr, also eine SCAR sein und ein spezieller Revolver. Es gibt einige Statistiken von Fire Monkey, die geleakt wurden. Und das Event wird tatsächlich Daten oder Objekte oder die Untergrundbasis bei dem Hochstapler-Modus benutzen. Das spricht für einiges, denn hier nochmal ein krasser Spoiler. Bei den ganzen Nachrichten, also bei dem Link unten in der Videobeschreibung, steht sogar, dass wir beim Live-Event auf der Brücke sein werden, also unter der Karte, bei der Brücke, wo der Zero Point ist. Und wir werden beim Live-Event auf etwas uns auf etwas fokussieren können. Genauso wie beim Star Wars-Event haben wir auf etwas auf einen Knopf gedrückt und dann konnten wir quasi reinzoomen oder auf etwas fokussieren, nur dass die Kamera halt nur auf diesen bestimmten Punkt geguckt hat. So. Das waren jetzt eine Menge Leaks zum Live-Event, eine Menge Spoiler. Und eine kleine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist, mit Version 18.40, also seit dem vorgestrigen Update, wurde eine Datei zu dem Nullpunkt wieder hinzugefügt. Und ein paar alte Dateien von dem Season 9 Event wurden auch wieder hinzugefügt, die folgendermaßen lauten. Einmal Kamera wackeln, Katus Strahl und Katus Hologramm. Katus ist der Codename für das Monster, gegen damals, wo damals der Roboter gegen ihn gekämpft hat.
So, das waren jetzt die ganzen Event-Spoiler. Morgen gibt es noch weitere Leaks, da jetzt Rocket League-Sachen, eine Radiohead-Kooperation entschlüsselt wurden. Da, ihr seht es ja gerade hier im Newsfeed. Ihr könnt es einfach kostenlos herunterladen, so gratis Items bisschen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, verlinke ich euch mal einen Blogpost oder den Post dazu unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich aber für eure Aufmerksamkeit. Kapitel 2 endet also, eine Ära endet und hier nochmal ein Teaser. Wir sehen uns auf der anderen Seite.